Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Schon in der Bibel wird gefragt, was ist Wahrheit? Und nach dieser Wahrheit sollen wir immer wieder suchen. Die Wahrheit bleibt zwar dieselbe, nämlich das Evangelium, aber diese Wahrheit muss jeden Tag neu ins Leben hineingesprochen und verkündet werden, konkret umgesetzt werden in den Lebensumständen, wo du und ich gerade sind. Jesus sagt im Evangelium: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Und es braucht jeden Tag neu dieses offene Ohr für den Heiligen Geist, diese Kraft Gottes, die Jesus uns verheißen hat. Wie kann er heute wirken? Wie kann er morgen wirken? Und wie kann ich in seiner Kraft die Wahrheit des Evangeliums, da wo ich lebe, konkret werden lassen? Das ist die Suche nach Wahrheit, die uns Christinnen und Christen ausmacht und die auch eine Kraftanstrengung ist, die Energie kostet und Glauben, die jeden Tag neu zu suchen ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, deine Wahrheit bleibt dieselbe gestern, heute und alle Tage der Welt, aber sie will jeden Tag neu gelebt werden. Schenk uns eine ruhige Nacht und die Kraft, auch morgen deine Wahrheit zu suchen, nach ihr zu fragen und sie konkret werden zu lassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.